190 Kilometer nordöstlich von Khartoum liegt der Tempelkomplex Musawarat. Dieser Ort hat rein religiöse Funktion. Wir besuchen die sogenannte Große Anlage, ein Gewirr von Höfen, dessen Zentrum ein von Säulen umgebener Tempel ist. Der Plan dieser großen Anlage ist ohne Parallelen in Nubien und Ägypten. Er war Teil des Reiches der Kusch und wurde 220 vor Christus von König Arnek Hamani erbaut. Wir mussten nur 40 Kilometer weiterfahren, bis wir zur ehemaligen Hauptstadt der Kusch kamen. Meroe war von 400 vor Christus bis 300 nach Christus das königliche Zentrum des Reiches von Kusch, weshalb diese Phase auch als das Königreich von Meroe bezeichnet wird. Meroe ist berühmt wegen seiner Nekropolen. Diese Pyramiden sind maximal 30 Meter hoch, also deutlich kleiner als ihre ägyptischen Vorbilder, aber mit 72 Grad deutlich steiler. Die Fernstraßen im Sudan sind relativ neu und folgen nicht mehr dem Nil, sodass wir zügig vorankamen. Weiter im Norden findet man den 287 Meter hohen Jebel Barkal. Die ältesten Ruinen stammen aus dem 15. Jahrhundert vor Christus und zeigen, dass dieser Berg bereits den Ägyptern heilig war. Direkt am Fuße des Berges findet man die Ruinen einiger Tempel und Grabbauten. An der Südspitze des Barkal findet man die Reste des Mut-Tempels, von dem zwei Säulen, deren Kapitellen Hathor-Gesichter zeigen, noch stehen. Unser Führer öffnete uns die Türe zu dem in den Felsen gehauenen Teil des Tempels, in dem wir sehr schöne Wandreliefs bewundern konnten. Im Jebel Barkal Museum kann man die vier in Stein gemeißelten Paviane sowie gut erhaltene Löwenstatuen besichtigen. Westlich des Jebel Barkal findet man noch eine Reihe von Nekropolen, die etwa um 250 vor Christus, also in der Meroe-Zeit, von den Kusch erbaut wurden. Leider standen wir unter großem Zeitdruck, denn die Einreise nach Ägypten war nur per Fähre von Wadi Halfa über den großen Stausee nach Assuan möglich. Kurt erhielt einen Anruf von dem Agenten, dass wir noch am selben Abend in Wadi Halfa ankommen müssten. Begegnungen in der Wüste. Ja, natürlich. Wir waren von Khartoum nach Karima gefahren und mussten nun von dort in nur einem Tag die 650 Kilometer bis Wadi Halfa zurücklegen. Das war eine ziemliche Fahrerei. Wir kamen in dem leerstehenden Haus des Agenten unter, um dort 2,5 Tage auf die Abfahrt der Fähre zu warten. Alles klar? Ja, das ist ein sehr interessantes Buch. Kein Wasser. Anna und ich brauchten etwas Abwechslung und fuhren ins Zentrum von Wadi Halfa.
alle. Wir tranken einen Kaffee, beobachteten das Treiben und aktualisierten schließlich in einem Internetcafé unseren Blog. Warten. Haben wir denn Kommentare? Ja,